So, Freunde, dann herzlich willkommen zum Krieg. Ich habe schon einen Angriff gemacht. Das war hier Mix. Den habe ich mir mit dem Grimmel-Team geholt. Das war der letzte, der noch da war, bevor das Board geflippt wurde. Wir liegen hier schön hinten, 43 und 1728 zu 30 und 1900. Wir haben ein paar Anläufe. Wir können ja mal schauen, hier. 6, 0, 4, 8, 0. Also da geht schon was. Das ist ein multistarker Gegner. Aber es war klar, wir haben die letzten Kriege relativ eindeutig gewonnen. Und dann ist ganz klar, dass irgendwann mal auch ein Konter gibt. Also einen stärkeren Gegner, wo man rein von den Teams her einfach nicht mithalten kann. Lord of Weed, sehr gut, jawohl. Kiffnick und sein Kind. Okay, wir haben hier mega viele Miriam Tanks. Was heißt mega viele? Wir haben blaue Tanks und halt also 1, 2, 3, 4. Ah, ne, wir haben blau und lila. Okay, jetzt check ich. Ja, ja klar, ich habe ja gerade gegen Freya Tank gekämpft. Ja, krass, genauso. Also bei uns ist auch lila, außer wer Miriam hat, der darf blau spielen. Ja, es macht einfach so viel Sinn, wenn man sie hat, dass man sie auch stellt. Ne? Es ist einfach im Moment, es ist der Tank. Ich habe nicht weiter gepusht bei Halloween. Nachdem ich Alucard hatte, mir war es dann zu viel Geld einfach. Irgendwann ist auch mal gut und irgendwann reicht's dann halt auch mal. Und das war erreicht. Entschuldigung, das Rauschen. Ich habe die Kopfhörer auf Arbeit in der Apotheke legen lassen und muss jetzt hier mit dem verkabelten Kopfhörer, der schon echt alt ist, arbeiten. Aber ja, ich hoffe, es rauscht nicht so wie beim letzten Video. Mach mal kurz Pause und informiere mich hier ein bisschen, was zu machen ist. Das ist echt der Hammer, ne? Ich bin gerade am Überlegen, wenn ich angreife und ich gucke mir das so an, ich habe überhaupt keine Lust. Ich denke mir so, okay, nee, ich will das nicht, ne? Das sind echt Bretter, die da stehen, ne? Das ist so viel Miriam-Tanks. Und man überlegt sich, boah, welche Konter habe ich dann? Und dann schaut man so seine Helden durch und denkt, boah, zu schwach, zu schwach, zu schwach, zu schwach. Ich versuche ja auch in letzter Zeit immer so eine Synergy zu finden, ja. Aber es ist einfach, schaust dir die Gegner an und denkst, nein, 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 kann nicht gehen, kann nicht gehen. Kann natürlich schon, aber du brauchst ein klasse Board. Alright, wir spielen Bera-Team gegen. Hier, Shishifuts, Regnarok, keine Ahnung, wie er heißt. Kann es nicht sagen. Ragnar, Regnarok, keine Ahnung. Irgendwie so. Genau, ja, Idee. Loki kopiert Sobek. Idee, Bera verhindert Minions. Achso, Minions zu spielen gegen ihn, okay, ist vielleicht gar nicht so gut. Ist vielleicht gar nicht so gut. Alright, dann spielen wir einen Spotter. Dann spielen wir einen Spotter und haben hier Loki und Finlay, die kräftig Rabauts machen. Machen wir nochmal. Machen Loki. Machen Finlay. Und machen. Zack. 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 Und hoffen auf Steine. Und let's go. Gelbe Steine wären gut. So vier Stück unter ihm. Ja, okay, das ist kein Gelb. Gucken, was hier kommt. Da kommt nichts. Uff. Scheiße.
Ja, das hätte reichen können, ne? Das ist übel. Okay, er ist weg. Spott kommt ein bisschen später, aber er killt mir hier keinen. Das kann ich wegmachen. Und dann gehen wir auf diese Seite. Nein. Okay, das ist schön. Jawohl, Kara hat ihren Job gemacht, aber so wegkommt. Okay, wir gehen hier drauf. Oder gehen wir, was macht sie? Ah, ich mache das so, dass nicht allzu viel in Alu reinfliegt. Nein. Ah, löst aus. Der killt mir jetzt alle. Ja, das war klar. Shit, ey, echt. Ärgerlich. Ärgerlich. Die Kombi, ne? Die Bordexplosion, die hat's, da habe ich nicht aufgepasst. Das hätte ich niemals zulassen dürfen, dass das Board da so explodiert. Alright, und dann versuchen wir ihn hier noch. No, mit Trine und wo ist meine Bera? Bera, 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 da ist Bera. Das ist falsch. Du brauchst die 24er. Du musst als erstes auslösen. Okay, und dann. Sie ist mittel, schnell, dann passt es. Die feuern zusammen. Sie ist mittel, oder? Ne, sie ist schnell und er ist mittel. Mal hier die Elber rein. Okay, Gedanke dahinter. Ich kann irgendjemand verstecken, was das wird auslösen. Der Special Skill mit dem Ausweichen. Ist nicht, also verstecken kann ich glaube trotzdem, ja, es kann, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall ist sie erstmal hilfreich hier, wenn Steine kommen. Okay, ich schau, dass ich mir hier wenigstens den blauen hochhole. Das ich schon mal irgendwas mache. Zwei. Unverbaut. Schön. Okay, dann würde ich sagen, sie feuert noch nicht. Mach mal die Minions hoch. Verstecken sie und schauen erstmal,
Ob da noch blau kommt? Nee, das kommt nicht. Aber jetzt kann ich hier schön spielen und habe dann hier auch alles zusammen. Ja, er macht den Death Down. Knallt mir noch ein paar Minions raus. Das ist okay. Wir haben hier okay, sie dispellt das Ganze, die haben Angriffsboost, aber oh wow. Okay. Jetzt müsste sie weg sein. Ne, ist sie nicht krass. Krass, krass. Uiuiuiui. Okay. Ja, Wahnsinn. Das hat gereicht für sie. Minions sind oben und ich werde einen Teufel tun und da jetzt reinspielen. Ich werde mir jetzt so schnell wie es geht mein Pengi nochmal klar machen. Hier mit dem Vierer und dann. Oh, schön. Nein. Ah, okay. Badab. Okay. Na, das müsste jetzt nicht sein. Aber wie ich das hasse, ey. Oftmals kann man es ja echt voraussehen. Das vorher war ein Fehler, da hätte ich ein bisschen vorsichtiger spielen müssen. Aber das jetzt, also passiert, ne? Okay, alle Flaggen weg. Wir warten auf die Flaggenerneuerung. Halbe Stunde sind wir wieder da. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder mit dem zweiten Teil. Ich habe noch drei Angriffe, also das ist mehr wie verloren. Ne? Die haben noch 17 Angriffe, liegen bei 6.100, wir liegen bei 4.500 und haben noch 29 Angriffe. Das tue ich das Ding, da brauchen wir nicht drüber reden, aber das ist völlig in Ordnung so. Ja, die Leftovers sind relativ. Ah, den wollte ich mir gerade holen. Jay war schneller, Jay war schneller, Jay ist auch schlau. Aber ja, du musst ja auch gucken, dass du die Teams schaffst. Und hier stehen halt nur noch Brocken, ne? Das war dann ein bisschen überfordert. Muss man so stehen lassen, ne? Da, manchmal geht einfach nichts. Da hat Jay auch eine 6. Jay ist super stark und hat hier eine 6 hingelegt. Ja, aber schaut's euch an, schaut euch die Gegner an. Miriam und Midnight, all over the place hier in Hawthorn, aber eine Ahne daneben und eine Elkan. Elkan geht noch, ja. Ist eigentlich bis auf Ahne und Hawthorn hier eins der schlechteren Teams. Du brauchst halt Steine, aber die brauchst du ja immer. Und nach kurzer Rücksprache geht's dann auch ab in den ersten Kampf. Bis gleich. So, geh mal rein. Gefällt mir nicht. So, mach mal so. Gegner sieht so aus. Absolut tödlich. Rot gegen Rot, ich weiß. Wir hoffen einfach, dass die sich selber wegschießen. Ja, bauen wir uns einen Diamanten. Und poppen den auch gleich. Ah, lösen Miriam aus. Shit. Biestigen Minions, kriegen wir Grün irgendwie zusammen? Ja, so.
Ja, ich will in sie reinspielen, die drei Steine, dass sie tot ist. Wie lange hebt denn der noch? Zwei Züge, dann auf, go for it, kill yourself. Dudes, kill yourself. Reicht natürlich in keinster Weise und meine Helden sind alle tot. Shit. Ja, was heißt Shit? Also war klar, dass wenn hier nur ein einziger Zug falsch ist, dann war es das für mich. Da brockt der Kämpfer noch mal. Ah, schade. Komm, komm, sterb. Ah, schade. Ja, jetzt sterb. Oh, nee. Jetzt sterb, sterb, sterb. Jawohl. So, wir bauen das mal so, dass wir Rot reinkriegen am besten, oder? Das wäre wahrscheinlich die beste Idee, die man haben könnte, weil wenn sie jetzt auslöst. Okay. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Hätte ja klappen können, so, dann machen wir ihn hier noch, weil er muss weg. Also ich habe einfach nichts, was sonst kontern kann. Wir spielen hier Horsehorn, spielen sie und spielen. Und ich weiß, ich habe hier keinen Damage-Stack, aber ich habe schlichtweg nichts anderes mehr. Von dem her müssen wir hier. Ne, wir spielen hier den Dreh, dann Dreh, dann Dreh, dann Dreh, dann Dreh. Und spielen hier. Zack. Müssen Anne irgendwie stoppen. Und die bringt gar nichts. Also er ist hier rein zur Heilung und kommt aber auch hier hin, kommt hier hin. Er ist nicht wegen dem Glanz da. Er ist rein nochmal unterstützend als Heilung. Jetzt hat er wieder die Ninja-Truppe. Die bringt nichts. Also das Gift mit einem höheren Angriff, ja, aber bringt einfach nichts. Wir haben keinen gelben Damage-Stack mehr, deswegen gehen wir da rein. Also es ist, ihr seht ja, was noch da ist, ja, das ist einfach. Okay, ich würde die hier in Rot spielen, solange die noch nicht voll sind, ist die Bordbewegung okay. Und ich habe hier die Chance, dass Lila kommt. Ich überlege, ob ich das anders machen kann. Ich könnte natürlich das, was er mir da vorschlägt, spielen. Ist relativ sinnlos. Ich könnte aber das spielen, das bringt mir hier ein lila Match. Und dann das, welches wieder auseinanderreißt. Dann mache ich das. Und das. Und habe dann zumindest mal Ureus an, der ihn hier wegsnipen kann. Bap, 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 tot. Ja. Shit. Das ist halt so sinnlos. Das ist halt so sinnlos irgendwie.
Okay, und Sobek snackt mir jetzt hier alles weg, ne? Bevor ich irgendwas machen kann, sind alle tot. Papp, 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 papp. Ja. Scheiße. So dreckig die Teams. Ja, ich habe auch nicht die Helden. Ich habe weitaus nicht den Roster für sowas, ne? Das ist einfach. Und das ist es ja auch. Also uns als Allianz überfordert sowas einfach. Wir sind da noch lange nicht. Wir haben viele Leute, die hier nicht reinbuttern in Truppen und so. Und also einfach, ne, selbst ich habe die hohen Truppen nicht. Also es geht meiner Meinung nach gar nicht so sehr. Der Roster natürlich muss healthy sein, also muss gesund sein, muss Damage Stacks bieten, dass du gegen sowas mithalten kannst. Aber es geht ja ganz, ganz oft halt auch um diesen enorm hohen Steinschaden, wenn die Truppen oben sind. Es ist einfach was anderes, wenn du in einen lila Helden mit einer 29er Truppe vier Steine reinspielst, schon hast drei gelbe dabei, dann war es schon meistens. Hast du nur eine 11er Truppe oder was, ne, dann ist der Schaden halt begrenzt. Je nachdem natürlich auch im Zusammenspiel mit dem, was da für ein Held steht. Aber also im Angriff, ja, aber von wem die Steine kommen, aber es ist einfach essentiell bei sowas hier hohe Truppen zu haben und ja, die haben wir schlichtweg nicht, also zumindest nicht quer durch die Alli. So, der Vollständigkeit halber machen wir jetzt den Angriff. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu warten, das stresst mich alles. Den hier Monoblau. Den hier Monoblau. Ja, macht ja Schaden, ne? Haben hier eine Gegnerinfo, zack, zack, zack. Spielen es direkt in sie rein, dann stirbt sie und dann ist auch gut. Haben wir natürlich immer noch eine Nadel und wenn keine Steine kommen, dann wird es blöd. Töten sie. Und dann kann mir hier der er hier immer noch das Leben schwer machen. Aber ja. Macht er nicht. Okay, und dann war es das, dann war das mein Krieg, der war sehr dürftig. Was heißt sehr dürftig? Aber, also ja, ihr habt es ja mitgekriegt, ihr habt es gesehen und von dem her ist es, wie es ist, und das ist auch nicht schlimm und es darf so sein. Entschuldigung nochmal, dass ich keine Kopfhörer hatte, die ein bisschen für besseren Ton sorgten. Ich hoffe, ihr konntet mich verstehen. Und dann schau mal, ob der nächste Gegner wieder einigermaßen machbar wird. Das war eine pure Überforderung für uns und das darf so sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus, euer Eska.